Fünf Freunde treten gegeneinander an, um einer Bestrafung zu entkommen. Alle mit unterschiedlicher Erfahrung. Verschiedenste Herausforderungen müssen gemeistert werden. Hier sind wirklich Nerven aus Stahl gefragt, um am Ende der Bestrafung zu entgehen. Dies ist die Farker See Pump Track Challenge. Ich verabschiede mich chlorreich aus dieser Challenge. Ich bin vor dieser Challenge einmal in einem Pumptrack gewesen. Das war in Lindlar, da hatte ich mein Dirtbike ausgeliehen. Und da sind wir im Winter einfach so ein paar Runden Pumptrack gefahren. Ich erwarte von der Challenge, dass es eine lustige Runde wird, neue Erfahrungen sammeln und einfach mal ein bisschen Dirtbike fahren. Ich bin schon immer, jeden Winter überlege ich mir, ob ich ein Dirtbike haben möchte oder nicht. Und vielleicht überzeugt mich der heutige Tag. Ich glaube, mein größter Konkurrent ist der Tom, weil der Tom, der hat irgendwie keine Angst. Der macht einfach alles und denkt nicht viel drüber nach. Meine größte Stärke ist, dass ich keine Angst habe, die Challenge zu verlieren. Wenn ich am Ende den Badeanzug anziehen muss, dann ist das halt so. Challenge Nummer 3 ist die schnellste Runde. Wir müssen natürlich auch so ein bisschen Skill zeigen und racen hier durch. Wir sind ja alle Profis, was Pumptrack-Fahren angeht, nämlich überhaupt nicht. Das wird auf jeden Fall spannend. Ab geht's! Seit XX, did not finish. Unterschied, ne? 23,67. Oh, das war aber knapp. Das war richtig knapp. 24,05. Ich mag ganz chillig, weil Kevin ist ja schon. Ja, aber du musst ja vor mich kommen. 24 ja. Sekunden oder 23 irgendwas hatte ich, ne? Das schaffe ich nicht. 23,50. Ja, okay, dann auf die Plätze. Fertig und los. Und? 24,67. Wie viel? 24,67. 24? Ja. War gar nicht so viel langsamer. Jetzt wird's anstrengend. Also Pumptrack bin ich bis jetzt erst einmal tatsächlich gefahren in Straßburg. Am meisten Angst habe ich davor, einfach zu gut zu sein. Wer war das schon mal Pumptrack fahren? Ja. Oh. Falsch gefahren. Soll ich eine Ehrenrunde machen? 20,97. Die letzte Challenge ist, die meisten Runden fahren mit dem Dirtbike, aber ohne Kette. Das heißt, nicht möglich zu pedalieren. Wir müssen alles durch Pushen und durch schönes Kurvenfahren regeln. Und da bin ich sehr gespannt. Ab geht's. Ich erwarte mir von der Challenge viel Spaß. Ich glaube, das wird einfach nur witzig. Ich glaube, als größte Konkurrenz kann ich wirklich alle Teilnehmer sehen, weil ich bin halt noch nie Pumptrack gefahren und ich glaube, ich bin richtig scheiße. Ja, ohne Anzug. Oh.
Du kannst doch einfach rausfahren hier. Du kannst einfach rausfahren, kein Problem. Komm, noch zwei Runden. Zumindest. Oh mein Gott! Was? Also, wo fahren wir dann raus? Wo man will, ne? Boah, reiß! Ja, 2,9! 2,8! 2,9! Ich glaube, ich war sorry, Tom, mit zwei Drittel drauf. Tom, sollen wir mal das Mädel auf dem Rennrad fragen, die schon die 30. Runde fährt? Also das ist anstrengend, wirklich. Ich glaube, mein größter Konkurrent ist tatsächlich der Daniel, weil der am fittesten ist. Ja, da wäre auch noch eine gegangen, Erik. Ja, das ist das Doofe, wenn du als Erster startest und denkst, du willst Gas geben, dann weiß der Nächste, dass das schlauer ist, das nicht zu tun. Auf die Plätze. Ich weiß gar nicht, ob ich hier reinkomme. Fertig und go. Das ist anstrengender als ich dachte. Scheiße. Also gewonnen hast du auf jeden Fall schon mal. Das hat 10 Runden, ey. Willst du mal fahren? Warte ich die ganze Zeit, oder? Okay. Ist es besser, wenn das ganz zu ist oder ganz auf ist? Boah, danach ist ja viel schlimmer als dabei. Ich glaube, ich fahre einfach eine Ehrenrunde. Und verabschiede mich chlorreich aus dieser Challenge. Okay, und? Go, 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 go! Zieh durch, Lars! Sechs. Jetzt 11? Ja. Ja, ich mache jetzt für die Galerie einfach eine Ehrenrunde, weil ich auf der Speed Challenge so verkackt habe und jetzt keinen Bock mehr habe. Was glaubst du, wer ist dein größter Konkurrent? Ich selbst. Ich kämpfe immer gegen mich selbst. Wovor hast du am meisten Angst? Zahnwurzelbehandlung. Ja, ich gebe wie immer mein Bestes, bin stets bemüht. Zwei Runden vor Tom. Ja, das reicht mir. Thank you.
Leute, wir sind nur noch zu zweit. Der Rest ist Fahrradfahren, aber ich muss hier noch die Bestrafung hinnehmen. Und damit beenden wir auch jetzt das Video. Auf Wiedersehen. Jetzt sieht ihn aus. Nein, Spaß. Also ich habe das Outfit schon drunter. Standard Paddle liegt bereit. Und ich entkleide mich jetzt einfach und dann gehe ich eine Runde schwimmen. Ja. Ich hoffe, wir müssen nichts blurren, weil was rausfällt oder so. Nee, das geht schon. Das ist für die Schnellschwimmer. Ich wollte einfach nicht alles. Hinten ist so geil. Das ist krank. Sieht das scheiß aus. Guck. Ey, ohne Witz, das ist schon ein richtiger Knackarsch, muss ich sagen. Ohne Witz, wenn man nur so deinen Arsch sieht, könnte er noch. Das sieht einfach unfassbar weiblich aus. Ich muss jetzt auch noch ein bisschen im Wasser bleiben, weil sonst wird es peinlich für mich, weil ich fand das schon ziemlich erregend gerade. Ja. Ja. So, aber eigentlich müsstest du jetzt einmal kurz nochmal mit mir Richtung Zaun. Ja. Und dann filmt die Michi dich in Zeitlupe, wie du so reinrennst. So Baywatch-Style. Ach so, ja. Ja, das musst du jetzt auch, das gehört zum Verlieren, also ja, zur okay. Strafe dazu. Ja, okay. Ja, einmal dann bitte da raus jetzt. Ja, Leute. Das rutscht immer so hoch, ne? Ja. Ich würde sagen, du hast deine Strafe erfolgreich absolviert. Ja, danke schön. Ich schwimme jetzt trotzdem noch so eine Runde. Ja, kannst du ja machen. Also, Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Lass gerne beim Daniel auf jeden Fall. Das ist ja jetzt hier Daniels Video. Lass da mal gerne einen Daumen nach oben, Kommentar und Abo da. Falls ihr den ersten Teil nicht verpasst habt, was eigentlich keinen Sinn machen würde. Aber dann könnt ihr trotzdem bei mir nochmal reingucken. Und wir beide sagen jetzt ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, adios und ciao, ciao. Leute, schreibt bitte mal in die Kommentare, ob der Tom und ich nicht öfter mal irgendwelche Challenges machen sollen. Weil eigentlich war das eine ganz witzige Nummer, auch wenn es stressig war, das zu drehen. Aber wir haben ja auch mit 5 Leuten gedreht, das war ja dann auch dementsprechend anstrengend. Das heißt, wenn ihr Bock habt, so öfters so Challenges zu machen, ich denke, wir wären da offen für, oder? Ja. Ja. Also fleißig in die Kommentare hauen und ja, abonnieren, kommentieren, wisst ihr Bescheid. Teil 1 bei Tom gucken. Wir können den ja behalten. Ja. Weil vielleicht muss ich den dann auch mal irgendwann anziehen. Ich glaube, das wäre noch ein bisschen witziger gewesen, wenn ich den anziehe. Ich hätte ja mir gewünscht, der Kevin muss ihn anziehen. Ja, aber was willst du machen? Ja, was willst du machen? Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.